Ja, meine Damen und Herren, schön, dass Sie wieder dabei sind. Ein Gruß aus dem Literaturhaus Halle. Vor dem Lockdown ist nach dem Lockdown, nach dem Lockdown ist vor dem Lockdown oder mitten im Lockdown. Es weiß keiner mehr so genau richtig. Jedenfalls, das Haus ist zu. Dennoch wollen wir nicht verzichten auf Gespräche, auf Lesungen, Gespräche, Diskussionen mit Autoren. Heute zu Gast zu einem Arbeits- und Werkstattgespräch Martin Becker. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Lockdown ist ein schönes Stichwort. Nein, kein schönes Stichwort, aber es ist natürlich das Stichwort der Stunde. Du bist ein Autor, der lange Jahre in Köln und Leipzig gelebt hat, gebürtig aus dem Rand des Ruhrgebiets, dem Sauerland. Darüber gibt es sicherlich einiges zu reden, aber vor allem bist du ein Autor, der nach Halle gezogen ist. Du bist sozusagen hier ansässig zu Beginn des Lockdowns. Es gibt bestimmt interessantere Zeiten, wo man die Stadt erkunden kann. Auch darüber wollen wir reden, über vergangene Arbeiten, über Künftiges, aber auch über ja, Gegenwärtiges. Ganz simpel zum Beginn die Frage, schon angekommen in Halle, schon was entdeckt? Es ist ja nur nach wie vor eine seltsame Zeit. Wie war dieses Ankommen hier in Halle und plötzlich ist die ganze Welt steht auf einmal still? Naja, also dieses Ankommen in Halle war tatsächlich kurios und ich glaube, das passt zu der Stadt und das passt auch zu meinem Verhältnis zur Stadt. Ich habe fast anderthalb Jahrzehnte zuvor in Leipzig gewohnt. Ich habe mir für den heutigen Abend vorgenommen, ich nehme kein Blatt vor den Mund. Ich sage einfach genauso, ich mache da aus meinem Herzen keine Mördergrube, ich sage, wie es war. Wir sind unter uns. Ich wäre in meinem Leben nicht auf die Idee gekommen, nach Halle zu ziehen. Ich wollte nicht nach Halle. Ich habe mich standhaft geweigert. Ich bin von Leipzig aus öfter mal beim MDR gewesen. 2018 sind meine Freundin und ich zusammengekommen. Wir sind ein Paar geworden. Sie arbeitet hier in Halle bei der Polizei und wir hatten eigentlich gedacht, wir gehen nach Köln. Sie konnte sich mit Köln nicht so richtig anfreunden. Und ich habe dann an einem Punkt gesagt, ja, aber tut mir leid, ich kann mich mit Halle nicht anfreunden, auch wenn du hier noch irgendwie einen großen Wohnraum hast. Wenn überhaupt, ziehe ich mit dir wieder nach Leipzig. Das war kurz vor der Geburt unseres kleinen Sohnes. Dann sind wir nach Leipzig gezogen, was totaler Unsinn war, weil hier war Wohnraum vorhanden. Aber ich habe mich halt einfach strikt geweigert. Ich wollte nicht in Halle sein. Und dann brachte ausgerechnet der Lockdown, diese große Katastrophe, tatsächlich dieses große Glück. Weil wir saßen in dieser kleinen Leipziger Wohnung, hätten hier in Halle viel mehr Platz gehabt. Meine Freundin hat damals überlegt, vermiete ich das jetzt hier, was ich halt in Halle noch habe, verkaufe ich es. Das war der Stand der Dinge und ich saß in Leipzig und konnte nicht schreiben. Wir waren halt in dieser kleinen Wohnung, die Bibliotheken hatten zu, ich wusste nicht, wo ich hin sollte. Und dann habe ich halt gesagt, so auf diesen vorsichtigen Vorschlag meiner Freundin hin, naja gut, dann gehen wir mal eine Woche, das ertrage ich, eine Woche gehen wir hierher. Und das ist wirklich eine, also ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, weil man sie sich nicht ausdenken kann. Wir sind dann hierher gekommen und nach einer Woche habe ich dann so gedacht, so, wir sind an der Saale spazieren gegangen. Wir wohnen so in der südlichen Innenstadt. Ich habe plötzlich gedacht, oh, es ist irgendwie so frei und so. Und natürlich auch leer durch den Lockdown. Es ist so lieblich, so schön. Ich habe die Stadt ja überhaupt gar nicht vorher gekannt. Und dann haben wir aus der Woche zwei gemacht. Und aus den zwei Wochen wurden dann drei und wir haben ungelogen keine einzige Nacht mehr in Leipzig verbracht, sondern sind dann nach Halle gezogen. Und das war natürlich eine Liebe auf den, sagen wir mal, 10. Blick, aber es ist eine Liebe geworden. Also ich finde die Stadt mittlerweile richtig toll. Wir haben das Glück gehabt, als die Museen dann wieder auf hatten, waren wir in der Moritzburg und ich habe den Ebertturm entdeckt. Ich kannte Albert Ebert vorher auch nicht. Ich habe mich total in diese Bilder verliebt und ich habe gedacht, wie konntest du dieses Halle denn so lange einfach nicht wertschätzen? Also ich habe es halt gar nicht gekannt. Ich hätte mir nie die Mühe gemacht, weil Leipzig. Ne? Und es klingt zwar ganz komisch, das jetzt zu sagen, seitdem ist alles gut. Also ich habe mich an die Stadt gewöhnt. Ich sehe die vielen verschiedenen Seiten. Ich mag das raue Milieu. Ich liebe auch Ostrava in Tschechien zum Beispiel sehr, was eine vergleichbare Stadt ist. Das ist halt auch, es hat so seine Härten, aber ich finde die Stadt einfach großartig. Also ich würde lieber in Ostrava zum Beispiel leben als in Prag, wo ich auch mal gelebt habe. Und ähnlich ist es mit Halle. Und jetzt bin ich hier und es ist kein Provisorium. Es ist einfach so das Gefühl, angekommen zu sein und es ist super. Dann nochmals herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, Halle ist tatsächlich etwas, es sagen so viele, ne?
viele Autoren, die aus Berlin kommen und die dann doch mal übernachten und nicht mit dem letzten Zug am Abend zurückfahren, sagen, ach Mensch, wenn ich das gewusst hätte, wie schön es ist, ich würde noch ein paar Tage länger bleiben. Halle verbindet so alle Vorzüge, die eine Großstadt hat. Es hat so vieles von Theater und es ist ein Medienzentrum und es hat ein wunderschönes Literaturhaus und alles Mögliche. Eine große Universität, eine Kunsthochschule, Burgen. Mit den Vorzügen einer Kleinstadt, nämlich die kurzen Wege. Das ist etwas, was wir hier auch immer sehr zu schätzen wissen. Man verliert nicht so viel Zeit im Alltag. Das ist so. Das ist so zum Beispiel für mich jetzt gerade mein kleiner Sohn Rudi, der geht jetzt in die Kita und so diese Spaziergänge in die Stadt, das sind immer so 25 Minuten. Es ist wunderbar. Es ist wunderbar. Wie kann man denn sagen, ich gehe dann so 25 Minuten und bin halt in der Stadt. Das ist wirklich toll. Also ich habe das wirklich schätzen gelernt. Das passt auch viel besser zu diesem Leben mit einer kleinen Familie. Abgesehen davon kann man ja auch sehr gut hier ausgehen, wie ich mittlerweile auch schon rausgefunden habe. Auch das ist möglich, ja. Stichwort Prag ist schon gefallen, auch darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Es ist ziemlich genau auf den Tag ein Jahr her, dass wir uns zum ersten Mal getroffen haben, genau hier in diesem Raum, zu einer tschechischen Nacht hier im Literaturhaus. Wir hatten unten eine Band aus Prag, die gespielt hat und hatten vorher eine Lesung, ein Gespräch mit dir, mit deinem wunderschönen Buch »Warten auf Kafka«. Eine sehr persönliche Einführung in Prag, sehr bierselig. Ein Buch, was ich jetzt dieser Tage mal wieder in die Hand genommen habe in Vorbereitung auf unser Gespräch. Es lässt sich so schön reisen, jetzt zu Zeiten, wo das Reisen so schwierig geworden ist, wo man eigentlich nicht mehr rauskommt. Man kann so wundervoll mit Büchern reisen. Und gerade dieses Prag-Buch oder auch dein anderes in der wunderschönen Reihe vom Piper Verlag, die Gebrauchsanweisung für Prag erschienenes Buch, lädt geradezu ein, virtuell in diesen Tagen zu reisen. Die Frage, die ich hoffte, eigentlich Autoren nie wieder stellen zu müssen, die ich aber jedem gestellt habe, als wir hier im Frühjahr Aufzeichnungen gemacht haben, während des ersten Lockdowns, Wie ist es mit dem Schreiben? Und es gab immer so zwei Standardantworten. Das Kriterium war immer, gibt es gerade ein aktuelles Buch? Und wenn Autoren ein aktuelles Buch am Start hatten, waren sie hauptsächlich unglücklich, weil es kaum Wahrnehmung, keine Auftritte, keine Lesung, nichts gab. Die sagten, nee, es erscheint erst nächstes oder übernächstes Jahr, sagen, für mich ändert eigentlich sich nicht viel. Ich schreibe mein Zeug und als Autor ist man ja sowieso das ganze Jahr oder den ganzen Schreibprozess über in so einer Art Lockdown. Wie ist es für dich, also mit dem Ankommen hier in Halle gewesen, mit dem Schreiben, wie ist für dich diese Zeit im Frühjahr gewesen und vor allem, wie ist sie jetzt? Also ich muss sagen, ich habe, glaube ich, wirklich Glück gehabt. Ich kenne Kolleginnen und Kollegen, denen geht es einfach schlecht, dadurch bedingt halt, dass sie Bücher im Frühjahr hatten und unzählige Veranstaltungen ausgefallen sind. Das war bei mir alles nicht der Fall. Ich habe an was geschrieben, mir war klar, 2020 wird das Jahr, in dem ich auch schreiben will. Das war von Anfang an klar, aber auch weil mein Jahr 2019, also mein Katastrophenjahr war nicht das Lockdown-Jahr, das war so ein bisschen das Jahr 2019, aber auch das große Glücksjahr. Also es war ein verrücktes Jahr, weil im Sommer ist meine Mutter gestorben, im Herbst ist mein Sohn geboren worden und es war ein extrem intensives Jahr und ich habe gedacht, 2020 wird das Jahr, in dem ich schreiben kann. Das konnte ich dann auch durch den Lockdown. Und spätestens als wir in Halle waren, war das dann natürlich ohne weiteres möglich. Ich habe so ein kleines Atelier am Böllberger Weg, in das ich mich zurückziehen kann, wo ich meine Arbeit machen kann. Jetzt sogar in der Bibliothek zu schreiben ist möglich und man hat halt viel Platz. Ich konnte nie in Bibliotheken schreiben, weil immer zu viele Leute da waren. Jetzt hat man natürlich den Vorteil, je nachdem, wo man ist, man hat einen großen Tisch für sich allein und kann da schreiben. Was die Arbeit angeht, also die ökonomische Situation, die für viele katastrophal war, war für mich auch nicht katastrophal, weil ich ganz viel Radio mache und das hat sich nicht geändert. Die Kolumnen für den WDR wöchentlich, die ich mache, kann ich von zu Hause aus, konnte ich immer von zu Hause aus machen. Dann gab es plötzlich ganz viele Anfragen für Podcasts, weil alle halt Inhalte brauchten. Also ich habe viel mehr zu tun tatsächlich, als es ohne den Lockdown gewesen wäre. Insofern kann ich da wirklich nur sehr, 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 sehr dankbar sein, dass das so ist. Das Reisen fehlt mir manchmal die meiste Zeit, aber eigentlich nicht dadurch, dass halt einfach so viel zu tun ist. Ja. Also auch in der Hinsicht ein schönes Ankommen.
Du hast in dieser Zeit des ersten Lockdowns geschrieben, einen Text, eine Erzählung, die hast du auch mitgebracht und das wäre eine gute Gelegenheit, vielleicht mal in diesen Text hineinzuhören. Sehr, sehr gerne. Vielleicht so kurz zur Kontextualisierung. Ich bin sehr mit Tschechien verbunden durch die Bücher. Ich habe auch mit dem tschechischen Kulturbetrieb viel zu tun. Das tschechische Zentrum in Berlin sagte sich zu Beginn dieses Lockdowns, wir möchten wissen, wie Autorinnen und Autoren überwiegend aus Tschechien, aber da ich ja so ein bisschen getschechischt worden bin, haben sie auch mich gefragt, wie sie diese Zeit des Lockdowns empfinden. Und da habe ich eine Geschichte geschrieben, die heißt Katastrophentouristen. Gestern also habe ich mir endlich Wellensittiche gekauft. Ich musste plötzlich gar nicht mehr überlegen, als ich sie in den Online-Kleinanzeigen entdeckte, Umstände halber in gute Hände abzugeben mit Futter, Käfig und Badehäuschen. Nicht nach den Umständen fragen, die hat doch gerade jeder. Nicht versuchen, den Preis zu drücken, einfach seriös auftreten, Vögel mitnehmen, sich verabschieden. Ihr Aussehen war mir einerlei, sie sollten nur lustig sein und ein bisschen klug, nur nicht so übermütig, dass man ihnen gleich das Potenzial unterstellt, vor jede Scheibe und in jede Spüle zu fliegen. Sie sind noch relativ jung, richtig so, ich habe nämlich keine Lust, sie in nächster Zeit an Altersschwäche eingehen und von der Stange fallen zu sehen. Sie stehen in meinem Arbeitszimmer, noch namenlos, ein grüner und ein gelber Vogel. Ich erbitte mir ihr Vertrauen mit Kolbenhirse und beruhigender Zusprache. Sie aber geben bis jetzt kaum einen Ton von sich, trippeln hektisch weg, wenn meine Hand sich ihnen behutsam nähert. Sie tauen nur langsam auf, wer kann es ihnen verübeln? Die meiste Zeit machen sie sich lang und dünn. Ihr unbeholfener Versuch, sich unsichtbar zu machen. Das tun sie, weil sie Panik schieben, weil sie nicht verstehen, was los ist. Aber wartet ab. Bald ist der Krisenmodus normal und der Ausnahmezustand ein lästiger Standard. Ihr Wellensittichgemüt ist nicht in der Lage, pausenlos Alarm durch die Synapsen zu schicken. Das schaffen Kleinsittiche nicht überhaupt. Darauf sind Gehirne im Allgemeinen nicht ausgelegt. Da sind wir Menschen den Sittichen verdammt ähnlich. Vor etlichen Jahren hatte ich zuletzt einen Wellensittich. Er laborierte an Flugangst und war ziemlich von der Rolle. Das war ich damals allerdings auch, also der Reihe nach. An dem Tag, als mein Vater unter der Erde lag, wollte ich so schnell wie möglich weg. Asche zu Asche und es staubte kaum, zu sehr regnete es, sogar den ewigen Kerzen von aller Seelen wurde das letzte Licht ausgepustet. Es war November, es war ein Tag, an dem der Nebel hartnäckig blieb. Die Beerdigung fand morgens statt und ich war danach nass bis auf die Knochen. Ich lief nach Hause, wechselte die feuchten Sachen nicht. Hastig fand ich am Computer eine einfache und schmucklose Unterkunft für einen Monat, raffte ein paar Socken und Pullover und Hosen zusammen und saß kurze Zeit später im Zug nach Prag. Sturm und Schauer hatten sich nicht gelegt. Ich fühlte mich wie im Auge des Orkans, wo es wenigstens still war. Doch nur ein einziger Schritt in jede beliebige Richtung und es pustet dich weg. So lange am Stück war ich nie in Prag gewesen, kannte dort niemanden, doch hatte ich keine Sekunde lang über einen anderen Ort zur Flucht nachgedacht. Als ich ankam, roch im Hauptbahnhof alles nach Ausnahmezustand. Jeder musste fühlen, was ich fühlte. Mal halblang, sagte ich mir später, was bildest du dir eigentlich ein? Der eigene Vater stirbt und die ganze Welt hält inne, trägt Trauer, rutscht in den Krisenmodus. Ich fühlte mich wie ein Katastrophentourist, nur eben umgekehrt. Ich fuhr nicht mitten hinein, ich kam aus dem Unglück und führte das Elend an der kurzen Leine mit mir wie einen verängstigten Hund. Meine Unterkunft lag im 5. Stock eines Plattenbaus in Karlin. Als ich dem Vermieter die Hand gab, fiel mir auf, dass ich immer noch den Beerdigungsanzug trug mit den viel zu langen Jackettärmeln und den nie gekürzten Hosenbeinen. Der Fahrstuhl brachte uns nach oben und der Vermieter taxierte mich. What are you doing in Prague? Holidays. Oh, holidays in November. That's great, that's so great. Damit war der Fall erledigt. Die Wohnung hatte ein kleines Zimmer, es gab eine Kochnische im Flur und sogar eine Badewanne. Ich schälte mich aus meinen Klamotten, stopfte sie in die schwarze Mülltüte unter der Spüle und badete viel zu heiß und viel zu lang. Ich schrubbte mir Regen und Friedhof vom Körper und zog meinen bequemen und warmen Jogginganzug an, den ich in den nächsten Wochen ständig tragen sollte. Währenddessen, so schien es mir, hatte ich auch ein Stück meiner Katastrophe im Abfluss heruntergespült. Die Wolkendecke riss auf, die Sonne knallte plötzlich wie blöde, wäre sie ein Vogel gewesen, sie wäre in diesem Moment auch voller Übermut vor die nächstbeste Scheibe gekracht. Ich ging auf den Balkon. Die Dächer von Žižkov gegenüber glänzten im Nachmittagslicht, sogar der phlegmatische Fernsehturm nahm Anteil am plötzlichen Wetterumschwung und tat sein Bestes für mich.
Du bist im Sturm, aber hier ist das Auge, hier ist es sicher, wenn du dich nur nicht zu hastig bewegst. In den folgenden Tagen sollte es ständig sonnig sein. Die Meteorologen sprachen hinterher von einem mitteleuropäischen Jahrhundert-November. Ich war weitgehend in Isolation. Die meiste Zeit saß ich auf dem Balkon und schaute auf die haltenden und anfahrenden Trams. Jeden Morgen nach dem Aufwachen hoffte ich, dass es schon besser ist, aber das ließ sich nicht so einfach abstreifen wie ein Traueranzug. Meine Finger waren ständig eiskalt, kaum etwas wollte ich trinken, das Essen zwängte ich mir hinein. Die ganze Zeit war da dieses den Atem raubende Gefühl, gleich in eine lebenswichtige Prüfung zu müssen, für die man überhaupt nicht gelernt hat. Wenn ich die Wohnung verließ, dann früh, als es gerade hell geworden war, immer im Stechschritt. Ich lief über die Friedhöfe der Stadt, ich hetzte in den Bahnhof und sah gerade losratternden Zügen hinterher. Ich rannte die Karlsbrücke rauf und runter, bis die ihre Utensilien aufbauenden Porträtmaler und Posaunisten kurz davor waren, mir aus Mitleid einige Kronen zuzustecken, anstatt auf meine Freigebigkeit zu hoffen. Manchmal fuhr ich mit der Straßenbahn oder mit der Metro von einer Endstation zur anderen. Die Regelmäßigkeit der Ansagen war mir eine zusätzliche Haltestange. »Es geht dir nicht gut«, sagte ich mir, »aber woanders würde es dir so richtig nicht gut gehen.« Ich hatte keine Pläne, ich hatte keine Wünsche, ich hatte keine Absichten. Ich sprach mit niemandem, ich hielt Sicherheitsabstand, wo ich nur konnte. Ich kochte literweise Tee in allen Varianten und schüttete ihn in mich hinein. Meine Hände blieben kalt. Vielleicht hoffte ich ja auf ein Wunder, und das kam nach einigen Tagen. Soweit vielleicht. Das Wunder müssen wir warten oder müssen es selber nachlesen. Lass uns über Prag reden. Ich sagte es, du hast zwei Bücher über Prag geschrieben und es gibt ja so Sehnsuchtsorte im Leben, von denen hat man mal als Kind gehört und dann fährt man irgendwann dahin oder man strandet aus Zufall, weil ein Flugzeug nicht sich verspätet oder man einen Anschluss verpasst hat an Orten und sie werden so zu Lebensorten. Prag ist für dich eine große Liebe, ein Lebensort. Sehnsuchtsort bin ich schon vorsichtig. Du hast mal in Prag auch längere Zeit gelebt und was ich erinnere von unserem Gespräch war, du hast dich immer nach Prag gesehnt. Und als du ein Jahr dort warst, war es eigentlich gar nicht so toll. Erzähl mal, was ist Prag für dich? Oder wie ist Prag zu dir gekommen? Wie ist diese Stadt in dein Leben getreten? Also die Stadt ist in mein Leben getreten. Ich habe ja so eine typische Westkindheit und Prag kam auf zwei Wegen oder Tschechien kam auf zwei Wegen schon als Kind zu mir. Auf drei Wegen, stimmt. Einerseits habe ich damals Geldscheine aus allen Ländern der Welt gesammelt, als ganz kleiner Junge. Und da haben mich immer die tschechischen Geldscheine, aus welchem Grund auch immer, besonders fasziniert. Ich weiß noch nicht mal, wer darauf abgebildet war. Ich glaube, Masaryk, so ein Masaryk-Bild. Ich krieg's nicht mehr zusammen, was damals drauf war. Das war das eine. Das andere war der kleine Maulwurf. Das ist so der langweilige Klassiker. Und das dritte war, also wirklich Asche auf das Haupt des Westfernsehens, dass sie das damals gemacht haben. Ich komme aus einer ziemlichen Working-Class-Familie. Da wurde nachmittags halt ferngesehen und da war ich dann noch viel alleine vor dem Fernseher. Und da lief im ZDF-Nachmittagsprogramm, Spaß am Dienstag hieß die Sendung, da lief ein tschechischer Kurzfilm, ein Puppenspiel. Das hieß Frau Not. Also ich meine, das muss man sich vorstellen, das hat mir in meiner Kindheit neben vielen anderen Dingen ein richtiges Trauma beschert. Ich war jahrelang schweißgebadet, wenn ich an diesen Film dachte, habe nie mit mich getraut, mit meinen Eltern darüber zu sprechen. Die Geschichte ist ganz einfach erklärt, es ist ein Märchenfilm, eine Handwerkerfamilie, die so ein bisschen, richtig faul sind sie nicht, aber auch nicht richtig fleißig, wird heimgesucht von einer alten Frau, die hat eine Tasche dabei, die sie immer wieder schwingt und sie lässt die Mäuse aus der Tasche und das ganze Haus wird innerhalb kürzester Zeit verwüstet, so eine alte Frau mit Kopftuch und das ist die Not. Und dann liegt sie im Bett und als sie dann von dieser Familie weggeht, schmeißt sie einen Strick hin und alle wissen eigentlich, was zu tun ist. Und die Not zieht dann über das Land, die Not stürzt den König und so weiter und so fort. Und ich habe bis dahin halt nur den Schrecken gesehen und das Ende habe ich natürlich gar nicht verstanden, weil sie kommt dann wieder zu dieser Handwerksfamilie und die sind aber ganz fleißig und drücken ihr einen Hammer oder eine Säge in die Hand und damit weiß die Not nichts anzufangen und rennt weg. Was für mich blieb, war diese traumatische Erfahrung von dieser Not, die jederzeit kommen kann, von dieser schrecklichen Figur. Das war also meine dritte Tschechien-Erfahrung und dann
War klar, dass das irgendwann passiert. 2006 bin ich mit meiner damaligen Freundin und heute besten Freundin nach Prag gefahren. Das war ein Geschenk zum Jahrestag, um die Stadt mal zu sehen. Und wir haben damals noch in Berlin gewohnt, sind nach Prag gefahren mit dem Zug. Und ich hatte in Berlin einen schlechten Döner gegessen und hatte eine Lebensmittelvergiftung, die in Prag so richtig ausbrach. Das heißt, meinen ersten Abend in Prag habe ich im Krankenhaus verbracht. Meinen allerersten Abend in Prag im Krankenhaus Bulovka, auf der Bulovka. Dort, wo Bohumil Hrabal, der Schriftsteller, ein paar Jahre auf den Tag genau einige Jahre früher aus dem Fenster gefallen war und in den Tod gestürzt. Das wusste ich damals alles gar nicht. Und trotzdem, obwohl es mir so dreckig ging, ging es richtig dreckig, die wollten mich auch da behalten. Ja? Obwohl es mir so dreckig ging, das glaubt man gar nicht, so ein nebliger Februartag und trotzdem war ich völlig verloren. Also ich habe mich so verliebt in die Sprache, in die Stadt, in alles. Und ich wusste, ich werde wiederkommen. Einmal, zweimal, dreimal. Und dann habe ich im Sommer, als ich tatsächlich länger da war, für einen Monat, was nur ging, weil ich für den WDR ein Radiofeature über die junge tschechische Literatur machen konnte, dann gab es die zweite große Liebe, nämlich Jaroslav Rudiš, den ich da kennengelernt habe. Der mich damals gerettet hat, weil ich kein Geld hatte an diesem Sommertag und ihn eigentlich nur interviewen wollte und wir sind sofort Freunde geworden und damit war das klar. Und dann hat sich das fortgesetzt und ich wollte immer mal länger in Prag leben, habe dann eine Wohnung gehabt für ein Jahr und habe dann aber gemerkt, dass diese Sehnsucht tatsächlich auch so ein bisschen auf diesem Fernbeziehungsprinzip basiert. Also wenn man es immer haben kann. Ja. Ist das tatsächlich so? Ja, das ist, es gibt einfach Orte, an die man immer wieder zurückkehrt, aber wo man eigentlich nicht auf Dauer oder gar für immer leben sollte. Tja, darüber habe ich die letzten Wochen viel nachgedacht, weil ich gerade auch, ich schreibe gerade einen Essay, den habe ich schon vor dem Lockdown, wir haben das Thema schon vor dem Lockdown festgelegt, ich hatte keine Zeit für einen SWR, eine Stunde Essay, das Thema ist Zuhause. Bei mir heißt es jetzt Abschied von Zuhause und ich habe viel über diese Prag-Sache nachgedacht. Und ich habe irgendwann festgestellt, vielleicht bin ich auch ein Feigling, vielleicht bin ich jemand, also es gibt andere Autorinnen und Autoren, die darüber auch geschrieben haben, der ständig ein Zuhause irgendwo sucht, sich aber dann auch nie richtig getraut hat, möchte ich jetzt fast in der Vergangenheit sagen, sich festzulegen. Ja? Also auf dem, das ist mir jetzt erstmal klar geworden, als ich an diesem Ding geschrieben habe, als ich die Wohnung in Prag hatte. Ich hatte zur gleichen Zeit drei verschiedene Mietwohnungen. Ich meine, das ist ja auch alles teuer. Ich habe es oft gar nicht mehr bezahlen können. Ich habe eine Wohnung in Köln gehabt, eine Wohnung in Leipzig gehabt, eine Wohnung in Prag gehabt. Das ist natürlich schon nicht mehr ganz gesund. Ja? Und ich glaube, das war das Problem. Ich hätte sagen müssen, ich gehe dieses Jahr nach Prag, ich bin nirgendwo anders, ich gebe meine Wohnung auf und dann gehe ich zurück oder auch nicht. Ja. Und ich glaube, das ist das Problem. Also Prag hat halt Krallen. Und ich glaube, ich hätte voll reingehen müssen, die Sprache richtig lernen, richtig sagen müssen, ich bin da, einigermaßen verstehen kann ich, wenn ich spreche. Es sind sieben Fälle und 7 Millionen Ausnahmen. Mhm. Also ich habe eine ganz strenge Lehrerin gehabt, in Leipzig damals noch im Einzelunterricht, Ludmilla, die an der Uni in Leipzig als Lektorin gearbeitet hat und die hat das auch mit Keksen und Kaffee versucht, mich da so ranzuführen. Und ich habe es bis zu einem kleinen Niveau geschafft, aber es ist einfach schwer. Man müsste da wirklich leben. Ich verstehe, ich kann die so einfache Tageszeitungen kann ich lesen und verstehen. Ich kann verstehen, was gesagt wird. Ich kann sagen, oh, wir haben aber ein schönes Wetter. Was empfehlen Sie denn, was ich heute essen sollte? Aber dann hört es auch schon. Also es ist nicht wenig, aber es ist weit entfernt davon zu sagen, dass es viel ist. Man kann damit ein bisschen angeben, aber mehr auch nicht. Es macht einen halbwegs guten Eindruck vielleicht in Prag, wo sowieso eigentlich hauptsächlich Englisch gesprochen wird. Das stimmt. Also das war ganz toll. Als mein Bruder mal mit seiner Familie zu Besuch war, da habe ich das gemerkt, weil da waren wir so auch an den Touri-Orten, da waren wir im Café Slavia und das war ganz toll, weil das war noch zu der Zeit, als ich eine Wohnung hatte. Erstes Mal natürlich fand ich es ganz toll, meinen älteren Bruder mit der Familie zu beeindrucken, dadurch, dass ich halt irgendwie immer alles auf Tschechisch regeln konnte. Und auf der anderen Seite im Café Slavia, es gab halt so glückliche Gesichter, dass da dieser Deutsche sitzt, der offenkundig nicht gut genug spricht, um irgendwie in Prag dauerhaft zu leben, aber sich so dermaßen abmüht, alles auf Tschechisch zu machen. Also da flogen mir die Herzen zu. Das war wirklich toll. Wenn du Prag in wenigen Sätzen beschreiben oder vergleichen müsstest für jemanden, der die Stadt nicht kennt oder nicht vertraut ist damit, würde dir etwas Zugkräftiges dazu einfallen, was Prag eigentlich ist? Also jenseits aller Touristenklischees, jenseits der Bierseligkeit, des guten Essens und alles, was man sowieso mit Prag verbindet, selbst wenn man nie da gewesen ist, weiß man das. Was ist Prag für dich? Tja, ich glaube, ein klischeebeladener, völlig überbewerteter Sehnsuchtsort.
Und es kriegt einen doch immer wieder. Ich glaube halt so, also alle Pragerinnen und Prager, und das haben mir zum Teil die Tschechinnen und Tschechen in der Literaturszene auch vorgeworfen, wie ich in den Büchern ihr Tschechien, ihr Prag beschreibe, die Bierseligkeit zum Beispiel. Gut, aber wenn man dann mal wirklich in das 1:1-Gespräch geht, stellt sich heraus, naja, klar, man geht halt in die Kneipe, es ist halt schon so ein bisschen unser Wohnzimmer und. Also natürlich, ich glaube, Prag besonders leidet ein bisschen unter den Klischees, mit Recht, weil es gibt auch ein normales Prager Leben, ein normales Prager Alltagsleben, und doch stimmen sie zum Teil auch. Also es ist, glaube ich, einer der Orte, an denen man Weltschmerz fühlen kann, sich wahnsinnig verlieren kann auf eine Art, und der einen aber auch immer wieder sehr, sehr glücklich macht. Ich finde, und da sind, also man sagt ja immer, oder tatsächlich auch einige Tschechinnen und Tschechen, die ich kenne, sagen halt, Prag ist halt irgendwie für eine Großstadt wahnsinnig provinziell. Das Empfinden habe ich nicht. Ich glaube, und das kann aber auch wieder sein, dass ich da im Klischee so aufsitze, ich glaube, da diesen Geist zu spüren, der wirklich mal da war. Also was Lenka Reinerover auch ein bisschen beschrieben hat, was war Prag als irgendwie die deutsche Kultur, die tschechische Kultur, die jüdische Kultur, als das so nebeneinander existierte, so dieser europäische Nukleus. Am ersten habe ich das noch so ein bisschen in Wien. Also was ist Prag für mich? Ich gebe vielleicht noch eine Antwort. Ich war mal, da hat Jaroslav mit seiner Band im Nationaltheater gespielt, Jaroslav Rudisch, der hat ja eine Band, die Kafka-Band, und die haben bei einer Abendveranstaltung gespielt, die im tschechischen Fernsehen übertragen wurde, und dort wurden Menschen geehrt, die gegen den Kommunismus in welcher Art auch immer sich positioniert haben, gekämpft haben, die gelitten haben darunter. Ich glaube, das findet jährlich statt sogar. Diese Menschen dürfen sich was wünschen, und da war so eine alte Dame, die war, glaube ich, sogar im Gefängnis gewesen, und die wünschte sich, glaube ich, ein altes Gesangsbuch, das wurde für sie beschafft. Und dann wurde aber schon in diesem Porträtvideo gesagt, naja, aber das ist ein bisschen wenig als Wunsch, haben Sie denn noch irgendwas? Und dann sagte sie halt so, ach naja, was soll man sich in dem Alter schon noch wünschen? Wenn überhaupt, würde ich mir irgendwie noch einen Sarg wünschen, was denn sonst? Und dann kommt diese alte Dame auf die Bühne, bekommt diesen Bürgerrechtspreis verliehen, und dann sagt der Moderator zu ihr, live im tschechischen Fernsehen, das ist aber noch nicht alles, wissen Sie, was wir noch für Sie haben? Einen Gutschein für einen schönen großen Sarg. Und dann bekommt sie diesen Sarggutschein überreicht, das Publikum lacht. Ich meine, der offiziellste Rahmen im öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehen übertragen, und dann das. Es tut mir leid, wenn ich jetzt wieder Klischees dresche, aber das ist der tschechische Humor, das ist für mich auch Prag. Das macht zumindest neugierig. Das war die Anekdote, die mir sofort in den Sinn kam. Und im Übrigen, wie es immer mit Klischees ist, man kann sie mögen, man kann sie hassen, es ist ja einfach schlichtweg was dran. Und was die Bierseligkeit an Jaroslav Rodisch, guter Freund unseres Hauses, war schon das ein oder andere Mal zu Gast. Und natürlich haben wir hier gesessen und ordentlich Pilsner Urquell getrunken. So viel zu den Klischees. Du hast es anklingen lassen, du kommst aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Rand des Ruhrgebiets. Ich glaube, es ist Sauerland, da bist du groß geworden. Es gibt einen wunderschönen Roman von dir, Marschmusik, ist schon ein paar Jahre, von 2017 glaube ich, ein paar Jahre alt. Eine Beschreibung, also ein ausgesprochen autobiografischer Roman, eine Beschreibung der Familie über mehrere Generationen, bis in die Großelterngeneration hinein. Eine Beschreibung deines Aufwachsens, deiner Kindheit, deiner Jugend. Die Posaune spielt eine große Rolle, darüber müssen wir reden. Eine andere große Liebe von dir, Fragezeichen. Zumindest ein schicksalhaftes Instrument, mit dem du vermutlich auch quasi titelgebend ist, Marschmusik. Wir haben gerade jetzt in diesem Jahr viele Autoren zu Gast gehabt. Also ich kann mich erinnern an Michael Kleber, Zsuzsa Bang, Frank Witzel, alle mit ganz explizit autobiografischen Romanen und Texten. Recherchen in eigener Sache, Familiengeschichte im weitesten Sinne, tatsächlich das Versuchen einzudringen in Familienstrukturen, die Suche, wo kommt man her, wie ist man geworden, wer man ist. Auch wenn dein Buch schon drei Jahre älter ist, würdest du auch sagen, es ist ein bisschen ein Trend in der gegenwärtigen deutschsprachigen Literatur, diese Form von Recherche in eigener Sache? Ich glaube schon. Also
Das ist sicher ein Trend und es ist vor allem, was mich eigentlich freut, es ist auch ein Versuch, glaube ich, den jetzt auch andere Autorinnen und Autoren übernommen haben. Also Didier Eribon in Frankreich hat ja auch angefangen, mal über dieses wirklich einfache Milieu, aus dem man kommt, über dieses Arbeitermilieu zu schreiben. Und Christian Baron hat das fortgesetzt mit einem Mann seiner Klasse. Er hat damals eine Rezension zur Marschmusik gemacht und da seitdem waren wir ein bisschen in Kontakt. Ich habe mich so über das Buch gefreut. Bei mir, aber das war, also die Entstehungsgeschichte des Buches war so, ich war damals neu bei meiner Agentin, sie hatte diese Gebrauchsanweisung irgendwie vertreten für mich und wir wussten aber nicht, was mache ich denn jetzt an Prosa? Und dann habe ich hier, ich weiß das noch, da habe ich ihr mal so erzählt, naja, es gäbe da was, da würde ich gerne drüber schreiben, aber das hat irgendwie mit meiner Familiengeschichte zu tun, das interessiert doch eigentlich niemand. Und dann hat sie sofort gesagt, naja doch, und der Verlag hat das halt auch gesagt. Also mir war das überhaupt gar nicht klar. Also mir ist erst im Nachhinein klar geworden, dass ich eigentlich die ganze Zeit über nichts anderes geschrieben habe, als halt über diese Herkunft. Also dieses Wühlen in Familiengeschichten scheint ein Trend zu sein, aber auch dieses Wühlen in Familiengeschichten aus dem einfachen Milieu. Ich habe den Eindruck, da gibt es auch noch durchaus, ich weiß gar nicht, ob man da so unterscheiden kann. Also die Literatur aus Mitteldeutschland, aus Ostdeutschland hat immer einen gewissen Fokus auf ein einfaches Milieu gehabt oder sehr oft, nicht immer, aber doch sehr oft. Im Westen gab es das, glaube ich, nicht. Da gab es irgendwie die Arbeiterliteratur. Das Großbürgertum ist jetzt hier auch eher selber ausgeprägt gewesen. Das Großindustriellen, das Jet-Set-Leben hat im Osten nicht stattgefunden. Das mag sein. Ich glaube auch, also für mich war ja auch, also Eremont, Rückkehr nach Reims, so ein Buch, wo ich dachte, Herrgott nochmal, mir hat das so die Augen geöffnet, wo ich dachte, warum gibt es das eigentlich nicht auf Deutsch? Also natürlich auch mit diesem klar definierten soziologischen Blick, der einfach so vieles aus dem politischen Alltag, was sich derzeit abspielt, so erklären kann. Dein Roman, dein Buch Marschmusik ist tatsächlich eine Familiengeschichte. Man lernt unfassbar viel. Also ich habe es mit so großer Begeisterung gelesen. Man lernt so viel über den Bergbau, über Begriffe, Wörter, die man überhaupt nicht kennt, oder die so einen fernen Klang haben, oder ein völlig anderes Milieu, was sind schlagende Wetter, der Querschlag. Ist das ein Stück Annäherung an Familie, beziehungsweise andersrum gefragt, sich so in die eigene Familiengeschichte hinein zu begeben? Wie kommt man da raus und was nimmt man da für sich auch wieder raus mit, wenn man sozusagen im Bild des Bergwerks zu bleiben, sich da hinein begibt? Tja, also man nimmt doch einige Schäden mit raus. Einige Bergschäden, nein, das gab's, die Schäden waren wahrscheinlich vorher schon da. Also das ist eine ganz verrückte Geschichte. Als ich die Marschmusik geschrieben habe, das war 2016. Ich arbeite immer so, wenn ich schreibe. Das geht überhaupt nicht eigentlich, aber die Bücher arbeiten ganz lang und wenn ich halt einmal am Schreiben bin, dann schreibe ich halt wie ein Bescheuerter. Also dann halt wirklich ganz, ganz viel am Stück. Das war bei der Marschmusik auch so und ich war, glaube ich, in anderthalb Monaten 5-mal krank. Also das hätte ich nie gedacht, mir hat das Spaß gemacht. Also es war zwar alles irgendwie auf eine Art düster, aber mir hat das Spaß gemacht und trotzdem hat es mich halt richtig innerlich angegriffen. Ne? Sogar bei dieser Bergwerksführung. Ich musste mich da tatsächlich auf die schon zitierte beste Freundin Tabea verlassen. Das ist, wir sind unter Tage, anderthalb Kilometer unter Tage gewesen, haben auch Radioaufnahmen dort gemacht mit speziellem Equipment, mit einem eigenen Tonmann, weil es dafür keine Elektrik, die nicht schlagwetterfest ist, schlagwettergeschützt ist. Genau, wegen des Funkenflugs darf nicht mit unter Tage. Wir haben Radioaufnahmen gemacht und bei dem entscheidenden, ich war einmal mit unten bei der Vorbesichtigung, bei dem eigentlichen entscheidenden Termin, der vor allem im Mittelteil vorkommt, da musste Tabea mir in einem massiven Ausmaß helfen, das darf man, wenn das Buch 3 Jahre alt ist, ja ruhig verraten, dass sie sehr viel dazu beigetragen hat, schreiberisch. Da war sie dann allein, weil ich lag im Bett und hatte Fieber und war krank geworden. Also verrückt, wirklich, aber so eine Grippe, die kommt, du hast dicke Mandeln, du bist total krank. Ich konnte nicht beim zweiten Mal unter Tage. Ich lag halt in dem Hotelzimmer, geschwitzt wie sonst was, habe Antibiotikum bekommen. Also es hat mich richtig angegriffen. Auf der anderen Seite fand ich es natürlich gut, weil das Buch erzählt ja auch von dieser Familie und von diesem Reihenhaus, in dem die Familie gelebt hat. Das gab es
Also, das Buch ist autobiografisch, ohne jeden Zweifel. Aber dieser Ich-Erzähler ist natürlich nicht eins zu eins gleichzusetzen mit mir. Also der beschreibt ja irgendwelche Arktistouren, die ich nie gemacht habe, zum Beispiel. Was sehr, sehr realistisch ist, es gibt eine Mutter, die wohnt noch in diesem Reihenhaus. Und das war meine Mutter, also die letzten Sommer eben verstorben ist. Und das Verrückte an dem Buch ist, es gibt eine Zeit vorher und es gibt eine Zeit nachher. Also als das Buch gerade erschienen war, lebte meine Mutter immer noch in diesem Haus. Und dann irgendwann gab es halt Lesungen, da ging es nicht mehr, da musste sie ins Altersheim und da war dieses Haus der Kindheit weg. Das heißt, dann saß ich plötzlich auf einer Lesung und habe gesagt, es ist genau das passiert, was der Roman vermutet hat. Das gibt es nicht mehr. Das ist nicht mehr existent. Und das war natürlich schon ein verrückter Moment. Ne? Insofern. Ihr habt das Haus verkauft? Genau, mein Bruder hat es verkauft, um die Kosten des Altersheims irgendwie bezahlen. Mein Bruder kümmert sich, der ist vor Ort mit seiner Familie, der kümmert sich, hat sich gekümmert. Es gibt noch eine Schwester, die auch sehr krank ist, die auch vor Ort ist. Und da kümmert sich mein Bruder drum. Und das Buch, es ist auch ihm gewidmet. Da war er ganz stolz. Also er hat das an Weihnachten bekommen und das ist so jemand aus dem Handwerk und kriegte dann halt die Fahnen und dachte dann halt so, weil das Buch war noch nicht ganz gedruckt und guckt dann halt so rein und sagt, ja danke, du hast mir irgendwie die ausgedruckten Seiten von deinem Buch geschickt. Und dann habe ich ihm gesagt, guck mal auf Seite 1 und dann guckt er und dann steht da für meinen Bruder Christian. Und Da war natürlich, ich glaube, bis heute ein bisschen stolz. Wie ist das, wenn man... Wenn man so explizit autobiografisch schreibt und Menschen vorkommen, die tatsächlich leben, auch wenn man sie in Literatur verwandelt, wie auch immer dieser Verwandlungsprozess oder dieser Transformationsprozess eigentlich vonstatten geht. Wie waren Reaktionen deiner Verwandtschaft, deines Bruders? Hat deine Mutter das Buch noch gelesen? Wie fanden die das? Also meine Mutter war tatsächlich, die hatte 99, war so sehr lange, war sie halbwegs dement, also wie eine sehr, sehr, sehr alte Frau, was auch im Buch geschildert ist. Und trotzdem hat sie noch genug mitbekommen. Und diese Druckfahnen damals an Weihnachten 2016, sie wollte unbedingt es lesen, die habe ich ihr dann auch gegeben. Und da gibt es sogar noch ein Handyvideo, da liest sie halt so die ersten Seiten so völlig entgeistert und sagt dann so was wie, naja, wird schon so gewesen sein, wenn du das schreibst. Also das war schon ein ganz toller Moment und ich glaube schon mit einem großen Stolz wurde das wahrgenommen. Und ich hatte so einen inneren Gradmesser. Ich habe mir gedacht, die Dinge, über die ich schreibe, bei denen ich selbst merke, das berührt mich auf eine Weise, die unangenehm wird. Also man könnte sagen, die so eine Schmerzgrenze bei mir überschreiten, wo ich sage, das ist was, da kann ich mit mir drüber sprechen, aber das ist nichts, worüber ich schreiben kann. Da habe ich dann Sachen erfunden. Also dem bin ich so aus dem Weg gegangen. Also das, da, wo es zu intim wurde, zu unangenehm, zu... Also meine Schwester kommt zum Beispiel nicht in dem Buch vor, was überhaupt kein Affront gegen meine Schwester ist, sondern weil ich einfach dachte, manche Dinge in dieser Familie sollen in dieser Familie bleiben. Die haben in der Literatur nichts verloren. Das ist so schon Auseinandersetzung genug. Und ansonsten, mit meinem Vater, der ist 2008 gestorben, ist auch so, wie es im Buch geschildert ist. Der war, glaube ich, der wortkargste Mensch, den ich kannte. Und manchmal samstags, wenn er in der Küche saß, Schnaps getrunken hat, Bier getrunken hat, immer, jeden Samstag, allein in der Küche. Und Essen das Mittagessen gekocht, gemacht und das Mittagessen für Sonntag gekocht hat. Dann hat er angefangen, vom Bergbau zu erzählen. Aber das interessiert einen nicht, wenn man 18, 19 ist, wenn man irgendwie davon träumt, der größte Autor, erst der größte Musiker und dann der größte Autor aller Zeiten zu werden. Und eigentlich habe ich erst angefangen, mich damit zu beschäftigen, als er tot war. Der war 10 Jahre unter Tage. Ja. Der war Bergmann. Also das, was ich dann da gesehen habe und so mit großen Augen gestaunt habe über diese Typen. Das sind ja einfach Typen, diese Bergleute. Die ist ja immer noch, zumindest in der Zeche jetzt nicht mehr, die ist jetzt auch abgewickelt, aber die gibt es ja. Und so ein Typ war halt mein Vater. Und das wurde mir erst durch das Schreiben dieses Buchs, ich meine, der hat sein Leben lang eine Arbeit gemacht, bei der ich vermutlich nach einem Tag heulend zusammenbrechen würde. Erst unter Tage und dann halt in so einer Industrieschmiede, so ein Pleuelteil für Autos, hat er halt 30 Jahre seines Lebens bei 50 Grad jeden Tag geschmiedet. Und das wurde mir erst klar. Also da würde ich manchmal gerne heute noch irgendwie hingehen und sagen, irgendwie, mir war überhaupt gar nicht klar, dass du irgendwie so... Und er wird dann wahrscheinlich sowas antworten wie, das habe ich doch immer erzählt, du Arschloch. Und das wäre wahrscheinlich so die Kommunikation. Es ist ein wunderbar rauer, direkter Ton in diesem Buch. Wie viel Mut kostet das? Wie viel Überwindung kostet das? Zum Gegenstand eines Romans, die eigene Familie, die eigene Herkunft. Ich meine, du schreibst sehr, sehr viel, vor allem im dritten Teil, über deine Ängste als Kind, als Heranwachsender, deine,
deine auch Verzweiflung, wie viel Mut kostet das, sich selbst, seine Herkunft, seine Abstammung, seine Familie zum Thema eines Romans zu machen? Tja, also ich sehe ja die Bücher dann immer irgendwie relativ früh als so eine Art Spiel an. Also für mich ist es ja tatsächlich dann wie Spielen. Also für mich ist es was Schönes. Insofern eigentlich nicht, in dem Sinne nicht so viel Mut. Mir wurde halt so dieses ganze Ding, dieses ganze Milieu, diese ganze Herkunft, dass die Ängste auch damit zu tun haben, das wurde mir irgendwie erst, das wird mir jetzt erst noch klar, wo ich halt erzählt habe, ich schreibe gerade ein Essay über Zuhause. Ja. Da gibt es einen anderen, ich muss ein kleines bisschen ausholen, es gibt einen anderen Essayisten, der über Zuhause geschrieben hat, Daniel Schreiber, über die Suche nach einem Zuhause. Der hat ein Buch gemacht darüber, wie er mit dem Saufen aufgehört hat und dann halt ein Buch über Zuhause. Dessen Trauma, der kommt aus Mecklenburg, der sagt es ganz klar, mein Trauma, was dazu geführt hat, dass es so ein Problem war, war halt ein bisschen wie bei Eribon, die Homosexualität. Wenn ich es beantworten müsste, das ist jetzt eine steile These, aber ich mache das in diesem Essay, dann wäre es halt, naja, mein Trauma ist irgendwie doch diese Herkunft, dieses Milieu, was es in dieser Form einfach nicht mehr gab damals, nicht in dieser kleinen, gut situierten Kleinstadt. Wir waren halt außen vor. Und dazu zu stehen und sich das auch mal zu sagen und zu sagen, aber das ist mein Milieu. Also tut mir leid, ich weiß, ich habe einige Chancen nicht gehabt. Ja? Ich werde mich bis heute immer wieder fremd fühlen. Ich werde bis heute immer so ein bisschen, wie es viele tun, auf eine bestimmte Art von Mittelschicht wütend sein. Also es ist natürlich alles Quatsch, das ist mir auch klar. Aber trotzdem, so für die eigene Milieubildung, damals braucht es vielleicht ein bisschen Mut und heute würde ich mir manchmal mehr Mut wünschen. Ja. Echt mal zu sagen, ja, aber guckt euch doch mal das Milieu an. Warum wird das denn entweder immer mit so einem Exotismus und so einem, ach Mensch, das war ja was. Ne? Und dann so richtig in Bergmannsuniform. Warum wird das nicht einfach, warum hat das so einen immer noch, finde ich, geringen Stellenwert? Es sind so Fragen, die ich mir gerade aktuell stelle. Und darüber schreibe ich tatsächlich auch weiter. Das braucht jetzt keinen Mut mehr. Das ist fast manchmal, wo diese Familie, das kann man ja ruhig sagen, diese Familie sich aufgelöst hat, nicht mehr existent ist. Jetzt ist an die Stelle des Mutes so ein bisschen manchmal die Wut getreten. Auch Wut kann ja ein guter Impuls sein beim Schreiben. Reden wir über die Posaune. Oh. Wie bist du zum Instrument gekommen? Und also du schreibst sehr viel natürlich in diesem Buch darüber und es ist aber so wie ein Leitmotiv, also die Sehnsucht, die sich mit diesem Instrument verbindet, die Träume, die man hat, eines Tages ein berühmter Musiker zu sein, der in den großen Konzertsälen dieser Welt auftritt, gespiegelt aber sozusagen mit dem Alltag in einer Kapelle zu spielen, bei Umzügen dabei zu sein, eine etwas andere Realität, der Unterricht bei einem Professor und irgendwann ist der Traum oder die Illusion vorbei. Wenn du jetzt mit ein paar Jahren Abstand auf den Jungen guckst, den Jungen mit der Posaune, kannst du deinen Frieden mit diesem Instrument machen? Oder wie geht's dir, wenn du heute eine Posaune siehst? Ja, oder wenn ich sie in die Hand nehme. Es gibt manchmal diese Impulse, aber also man muss mal wirklich ganz ehrlich sagen, also für mich, es gibt die Perspektive von damals. Für mich war klar, in ein paar Jahren bin ich so weit oben. So weit kann man gar nicht mehr runtergucken. Also ich werde der Größte, ich bin eigentlich schon fast da. Ja. New York, Tokio, selbstverständlich. Es kann nicht groß genug sein. Ich habe überhaupt nicht gesehen, also ich habe damals, meine Eltern haben das total lieb gemeint. Gott, es ist eigentlich, jetzt fallen mir diese Geschichten ein, wie traurig diese Geschichten sind. Wir haben damals war die Idee, wir können uns doch mal wieder einen Hund anschaffen. Wir haben später auch noch einen Hund gehabt. Damals, ich war vielleicht so 12, haben wir uns einen Hund angeschafft und ich habe irgendwie, warum auch immer, allergisch darauf reagiert. Ich glaube, in Wahrheit einfach nur, weil er dieses Tier war, was mehr Aufmerksamkeit bekommt als ich. Kurzum, dieser Hund wurde nach ein paar Tagen wieder weggebracht, wegen meiner vermeintlich allergischen Reaktion. Oder meinten meine Eltern auch, jetzt bist du so traurig. Wie wär's denn, wenn du hier mal in den Musikzug der Feuerwehr gehst und ein Instrument lernst? Bin ich da zu diesem Tag der offenen Tür gegangen, habe mich dann erstmal für das Tenorhorn entschieden, also so ein anderes Blechblasinstrument, was ich dann da gelernt habe. Habe dann später mit Posaune angefangen. In diesem Verein wurde das, glaube ich, mit Befremden gesehen. Oh Gott, es ist mir heute auch so unangenehm, weil ich habe ja dann immer gedacht, ich bin was Besseres, ich bin schon so wahnsinnig. Ich war überhaupt nicht gut. Ich glaube, auf dem das Höchstmaß des Niveaus, was ich hatte, war exakt das Niveau dieses wunderbaren Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr, den es noch heute gibt. Ich war nie besser. Ich bin immer in diesem Anfangsstadium, wo man anfangen müsste zu arbeiten,
hängen geblieben. Aber ich habe halt gedacht, ich kann es, ich werde es schaffen. Insofern kann ich meinen Frieden damit machen, indem man es ein bisschen als Anekdote erzählt, wie jemand mal der größte Musiker aller Zeiten werden wollte und überhaupt nicht daran gedacht hat, dass das auch ein bisschen Arbeit sein könnte. Und insofern habe ich meinen Frieden damit gemacht. Ich höre manchmal heute so Posaunenkonzerte, CDs von damals, die mich wahnsinnig bewegt haben, wo meine Eltern es irgendwie geschafft haben, aus Japan Aufnahmen eines Blechblasorchesters zu besorgen und mir zu Weihnachten zu schenken. Also nochmal, aus diesem Milieu kommen. Ne? Also so, es hat schon so eine nette Art von Rückblick. Aber wahrscheinlich auch nur deshalb, weil dieses offenbar unfassbare Geltungsbedürfnis des proletarischen Kleinstadtkindes ja dann durchs Schreiben so ein bisschen gestillt wurde. Ja. Es gibt so eine kurze Passage in Marschmusik, wo quasi der Autor sich selbst befragen über das, was er eigentlich da schreibt. Du hast sie rausgesucht. Gerne, da lese ich mal ein kleines Stück. Was hatte ich denn erwartet, als ich anfing, mich für die Geschichte meiner Familie zu interessieren? Einer typischen Arbeiterfamilie aus dem Ruhrpott, wie es Tausende gibt. Die überraschende Wende, den reichen Onkel, der es bis nach Amerika geschafft hat. Tausende Male ist passiert, was meiner Familie passiert ist. Die Geschichte, die ich hier erzähle, taugt nicht für ein Spektakel. Sie ist nicht mitreißend, sie ist nicht dramatisch, sie ist nicht die wundersame und einmalige Ausnahme in einem ansonsten so eintönigen Milieu. Das wurde mir mehr und mehr klar. Es gibt nichts, was uns einzigartig macht. Es gibt keinen Exoten in der Verwandtschaft, der irgendwann mal ein berühmter Fußballspieler oder Wissenschaftler oder auch nur halbwegs angesehener Krimineller geworden wäre. Es gibt die Bergleute, es gibt die Stahlarbeiter, es gibt alte Adressen und verblichene Geburtsurkunden, es gibt noch eine alte Grubenlampe in irgendeinem Keller und die Nachbildung eines Steigerstocks, den ein Onkel mal zum Geburtstag bekam. Es gibt die Erkenntnis, dass männliche Familienmitglieder bis vor kurzem selten das 70. Lebensjahr vollendeten, die Erkenntnis, dass sie alle geschuftet haben wie verrückt und am Ende nichts von ihrem Rentnerdasein hatten, dass sie alle viel zu viel geraucht und manche viel zu viel getrunken haben, aber niemals bis zum vollkommenen Exzess, niemals so, dass es die kleine Existenz gefährdet oder in Verruf gebracht hätte. Ja. So war's. Tatsächlich, ich bin sehr dankbar, dass du es vorliest. Es ist eine Stelle, es ist ein wahnsinnig berührendes Buch und es ist ein ja auch schonungslos und ein offenes Buch und das, auch wenn es eine Geschichte ist über einen Menschen, ein Milieu, eine Gegend, eine Landschaft, die vielleicht nicht jedem vertraut ist, gibt es doch so vieles, worin man sich selber auch wiedergespiegelt fühlen kann, in all seinen kindlichen Ängsten und jeder trägt so etwas in sich rum. Und was erstaunlich ist, deshalb bin ich so froh, dass du genau diese Stelle nochmal vorgelesen hast. Als Autor denkt man ja immer, man muss möglichst spektakulär sein, vielleicht auch als Filmemacher oder es muss etwas Besonderes sein. Mhm. Und jeder Film, der nicht erstmal mit einer Hubschrauberexplosion irgendwie losgeht und sich dann langsam steigert, taugt nicht viel. Diese bewusste Reduktion auf das, was ist, und wenn unterm Strich irgendwie steht, nein, es ist nicht in dem Sinne spektakulär, weil es gibt nicht die große überraschende Wendung, den großen Lottogewinn oder den plötzlich heimkehrenden Onkel, reichen Onkel aus Amerika, sondern es ist einfach das, was es ist. Und dabei da bleibt es auch. Mhm. Es gibt da keine Veränderung in dem Sinne, keine Wandlung, keine Katharsis. Ist das möglicherweise ein guter Rat auch für vielleicht jüngere Kollegen, die schreiben oder für Menschen, die überhaupt schreiben, zu sagen, manchmal ist es einfach auch gut, das aufzuschreiben, was ist und vor allem, es ist erzählenswert. Ich glaube ja, weil mir hat diesen Rat auch jemand gegeben und ich habe den aber viele Jahre lang nicht beherzigt. Sind wir wieder so ein bisschen im Geltungsbedürfnis. Als ich in die Oberstufe gegangen bin, ich hatte Deutsch LK, da hatte ein Stipendium im Märkischen Kreis, aus dem ich komme, damals Alissa Walser, die Malerin war und dann Schriftstellerin geworden ist. Und sie hatte eine Lesung an unserer Schule und ich habe damals fürs Lokalradio gearbeitet vor Ort
und habe sie danach interviewt und habe dann so ganz kleinlaut gefragt, ob ich ihr denn mal was schicken könnte. Ich hatte damals 2 Kurzgeschichten geschrieben, ich war 16, 17. Das habe ich gemacht und dann hat sie sich die Mühe gemacht, die von oben bis unten so durchzulektorieren. Also es war alles voller Bleistiftanmerkungen und das erste Lektorat meines Lebens. Und dann riet sie mir, beschreiben Sie Dinge, die Sie genau kennen. Fokussieren Sie sich eher darauf. Und dann kann es anfangen, Spaß zu machen. Und ich glaube halt, sie hatte recht. Es hat noch lange gedauert. Die zweite Begegnung war dann mit Theresia Mora am Literaturinstitut, die das so ein bisschen in Gang gesetzt hat. Weil da habe ich mich das erste Mal getraut, das war ein Text über eine Mutter tatsächlich, Pastorale hieß der, der ist auch im ersten Erzählband, über meine Mutter natürlich. Und da habe ich mich das erste Mal getraut, so richtig an das Eingemachte zu gehen. Und ich glaube tatsächlich, das ist der Weg. Aber was hat man, denke ich, auf der anderen Seite von diesem Ratschlag? Also man muss das finden. Also manchmal denke ich auch, ich würde gerne mal nochmal ein Erzählband einfach mit unspektakulärsten Geschichten aus dieser Kindheit und Jugend machen. Aber dann kann es auch schief gehen. Hm. Vielleicht gibt es auch so eine Magie, die ist jetzt einmal da gewesen. Das kann man einmal machen. Wobei alle Bücher immer wieder jetzt ja offenbar die Rückkehr nach zu Hause thematisieren. Das kann man einmal machen, aber vielleicht wird es gar nicht mehr funktionieren. Also, ja. Aber der Rat, das über das zu schreiben, was man kennt, auf jeden Fall. Also ich glaube, das funktioniert. Der Name ist nun mehrfach gefallen. Ein guter Freund von dir sowieso, aber auch von uns, Jaroslav Rudisch. Wir haben so eine vage Verabredung für das nächste Jahr. Wir drei, eine Doppelbuchpremiere ja. möglicherweise, weil es kommt sowohl von ihm ein neues Buch als auch von dir ein Buch raus. Wir gucken, ob es zeitlich passt. Wir hoffen, dass wir auch mal wieder vor Publikum mhm. das machen können und nicht nur vor einer Kamera. Lass uns doch zum Schluss ein bisschen über das, was kommt, sprechen. Du hast auch einen kleinen Ausschnitt mitgebracht und es ist, glaube ich, eine absolute Premiere. Also es ja. kennt eigentlich noch keiner. Worum geht's? Was wird es? Es wird ein Roman? Es wird ein Roman und da muss ich vorweg schicken, es ist jetzt ein absolutes Wagnis, aber ich lasse mich drauf ein. Ich meine, das ist Halle mir wert. Ne? Weil ich habe meine Lektorin heute Nachmittag noch geschrieben und gefragt, meinst du, es ist okay, dass ich schon ein Stück draus lese? Sie hat die Nachricht, glaube ich, nicht gesehen, auch nicht darauf reagiert, aber ich mache es jetzt einfach. Wir riskieren das jetzt. Also, was wird es? Es wird ein Roman. Ich wollte schon ganz lange sämtliche biografische Eckdaten, die wir jetzt besprochen haben, kommen nochmal vor. Ich hatte ganz lange schon eine Figur vor Augen, die natürlich wieder eine Variante auf mich ist, nur in völlig maßlos und ganz anders. Ich wollte einen Roman schreiben, wo ein Polizist der Protagonist ist. Ich wusste nicht genau warum, ich hatte irgendwann diese Figur vor Augen und dann 2018 bekamen Freunde von mir und ich Besuch aus Halle. Eine Freundin von uns, die bei der Kriminalpolizei in Halle arbeitet, kam zu Besuch. Und wir wollten uns unterhalten darüber, über das, was man halt sagen darf, was ganz wichtig ist natürlich, also nur das, was man erzählen darf. Wie ist denn diese Arbeit? Wie funktioniert denn so ein Kriminaldauerdienst? Dieser Abend wurde sehr lang. In der Konsequenz wohnen wir heute hier zusammen in Halle und haben einen kleinen Sohn. Also letztlich... So viel zur Recherche für einen letztlich haben diese, Romanprojekt. Also das ist ja. tatsächlich wahr. Also wir wollen uns eigentlich darüber unterhalten, wie kann ja. das denn sein? Wie ist dieser Typ? Und das hat dann durchaus auch dazu beigetragen, also es hat zu meiner persönlichen Veränderung beigetragen. Deswegen sitzen wir jetzt hier auch in Halle zusammen. Und es hat aber auch zu diesem Buch beigetragen. Also es gibt diesen Typen, der ist ein Polizist, der ist wahnsinnig dick, der liebt seine Arbeit sehr. Er ist in einer nicht näher definierten Großstadt und wird dann aber erschreckenderweise zurückgerufen in die Kleinstadt seiner Kindheit. Quasi eine Strafversetzung, weil er, ich glaube, ein ganz toller Polizist ist, aber halt die ganze Zeit auch den größten Scheiß macht, den man machen kann. Und dann sozusagen als kleine Strafmaßnahme muss er zurück in die Kleinstadt seiner Kindheit, wo eine demente Mutter im Altersheim lebt, die er natürlich dann viel häufiger sehen kann. Und es nimmt, das kann man ruhig verraten, es nimmt kein so richtig, richtig gutes Ende. Also plötzlich letztes Jahr, sind diese verrückten Dinge, die einem immer passieren und die man, das ist mir schon mal passiert mit einem Hörspiel, als mein Vater starb. Da habe ich ein Hörspiel darüber geschrieben, wie ein Elternpaar ins Meer geht, an die Nordsee fährt und einfach verschwindet. Als das Manuskript fertig war und produziert wurde,
bekam mein Vater eine Lungenkrebsdiagnose und 2 Wochen später war er tot. Also eine Woche nach der Ausstrahlung dieses, oder ja doch, kurz nach der Ausstrahlung des Stücks. Bei dem Buch war es ähnlich. Ich habe mich immer gefragt, warum schreibst du das? Warum kommt er wieder zurück in diese Kleinstadt seiner Kindheit? Und irgendwann, dann letztes Jahr, als dann meine Mutter wirklich gestorben ist, da gab es schon Teile dieses Manuskripts, da war plötzlich klar, es ist natürlich ein Abschiedsbuch von der Mutter. Also eine verrückte, so diese verrückten Dinge, die man irgendwie offenbar unterschwellig merkt. Und so ist es jetzt eine Polizeigeschichte, kein Krimi explizit, obwohl es auch einen Fall gibt, die aber vor allem auch mit dem Abschied von einer Mutter zu tun hat. Also wir gehen wieder zurück sogar nach Mündendorf, was auch der fiktive Ort in der Marschmusik ist. Genau, also das ist so das, was man, glaube ich, schon dazu sagen kann. Dann, Gott, freuen wir uns auf die Premiere. Ja. Und freuen uns darauf, die ersten Zuhörer sein zu können. Also der Roman wird heißen Alles auf Schwarz. Und das Motto, was dem Buch vorangestellt wird, ist wie bei allen meinen Büchern, eins von Samuel Beckett: Sie gebären Rittlings über dem Grabe, der Tag erglänzt einen Augenblick und dann von neuem die Nacht, aus Warten auf Godot. Und ich lese einfach mal eine Stelle so aus dem Buch. Einige Wochen früher sind die Mündendorfer Mütter noch weit weg. Alles hat seinen Rhythmus. Einmal im Monat besucht Pinscher seine Mutter im Altersheim. Er begrüßt sie immer mit einem Lächeln, verfrachtet sie mit geschulten Bewegungen in den Rollstuhl und spaziert mit ihr fröhlich in die Stadt. Irgendwas finden sie immer, eine heiße Bockwurst auf dem Wochenmarkt, eine reduzierte Bluse im Modehaus, einen großen Amarena-Becher in der Eisdiele. Sie rauchen und lachen zusammen, das ist das wahre, das richtige, das schöne Leben. Und der Rest ist das Gegenteil. Der Rest davon ist, nun ja, sein Job. Endlich wirkt die Katadolon. Das macht dich langsam kaputt. Nichts bleibt ohne Konsequenzen. Aber wir können nicht so weit in die Zukunft schauen, nicht bei dieser Arbeit. Seit Monaten hat Pinscher wieder Ischias. Irgendwas geht seinen Gang. Er hat keine Ahnung, was es diesmal ist. Kalter Schweiß auf der Stirn, bei jedem Zucken im Rücken wie Stromschläge. Noch mehr Katadolon. Du musst Feuer mit noch mehr Feuer bekämpfen. Ohne Schmerzmittel wäre er gerade chancenlos. Einen Körper drehen, ihn betrachten, nachschauen, ob da nichts im Rücken steckt. Pinscher steckt sich eine Zigarette an. Er schert sich nicht darum, dass das auch in den Zivilfahrzeugen verboten ist. Dann zeigt mich doch an, denkt er. Er biegt in die Straße des Toten ein. Der Hauseingang ist abgesperrt, Krankenwagen, Notarztwagen, Einsatzdienst mit 2 Fahrzeugen, drumherum die übliche fiebrige Kirmesatmosphäre. Eine Traube aus Kindern, Nachbarn und alten Leuten. Pinscher löscht seine Zigarette zwischen 2 angefeuchteten Fingerspitzen und wirft sie unauffällig aus dem Fenster. Er beißt die Zähne zusammen und schleppt sich aus dem Wagen. 130 Kilo Ischiasqual. Als er eine junge Frau unter den Schaulustigen entdeckt, öffnet er seine zerschlissene Lederjacke, damit seine Waffe gut zu sehen ist, geht gemessenen Schrittes an den Wartenden vorbei und nickt der Frau beschwichtigend zu. Sie lächelt. Und für eine Sekunde ist der ganze Schmerz der Welt vergessen. Der Notarzt steht in den Büschen vor dem Hauseingang und übergibt sich. Sehr eklig, fragt Pinscher. Geht, sagt der Notarzt. Weit oben, 4. Stock. Aufzug? Natürlich nicht. Pinscher verdreht die Augen und quält sich die Treppe hoch. Er braucht ewig. Er ist kurzatmig. Diagnostizierte leichte Rechtsherzschwäche, schlechte Ernährung und Zigaretten. Wie gesagt, denken wir nicht darüber nach. Eine Sache hasst er an seinem Beruf von ganzem Herzen. Stufen. Atemlos kommt er oben an. Die Kollegen vom Einsatzdienst sitzen auf der Treppe vor der Wohnung. Ihr ist schlecht, sagt einer der Uniformierten. Pinscher sieht die Kollegin an, sie verträgt das alles nicht gut, fast noch ein Mädchen, gerade von der Polizeischule. Kopf hoch, sagt Pinscher, geht vorbei wie Regen. Als keine Reaktion kommt, zuckt er mit den Schultern und betrachtet das mit zittriger Hand beschriftete Klingelschild. Todesursachenermittlung. Als Pinscher die verwahrloste Wohnung sieht, kommt es ihm eher vor wie eine Lebensursachenermittlung. Außerdem hat er Appetit, Ischias und schmacht nach einer Zigarette. Die nächste Stunde wird sich in die Länge ziehen. Bei den Nachbarn klingeln, wann wurde der Herr zuletzt lebend gesehen, gab es ungewöhnliche Besuche, Fotos machen, Hinweise auf Angehörige finden, die Identität des Leichnams ermitteln. Nach der ganzen Zeit kann niemand mehr wissen, ob der mumifizierte Körper wirklich mal den Namen Hunger getragen hat. Viel kommt nie dabei heraus, keine Einbruchsspuren, Wohnungstür von innen abgeschlossen, kein Fremdverschulden. Keine Panik, sagt er sich, zieht seine blauen Einweghandschuhe an, von denen er immer ein paar bei sich trägt, nur keine Panik. Pinscher betritt den Wohnungsflur, kurz kommt ihm alles hoch, er schluckt runter, dann hat er sich an das Raumklima gewöhnt.
Es riecht immer schlimmer als erwartet, aber vermutlich war das zu Lebzeiten des Bewohners kaum besser. Der Leichnam liegt auf dem Rücken quer übers Bett, die Hände seitlich am Körper, was heißt Hände, die Reste davon, Fleisch ist kaum noch vorhanden. Kein Tier fraß auf den ersten Blick, dafür war es noch zu kalt. Pinscher sieht sich den Leichnam an, der Körper ist in den vergangenen Monaten eins geworden mit dem Bettzeug. Das Kissen mit Blüten bedruckt, stilisierte Schmetterlinge auf dem Bettbezug. Seine Eltern hatten genau diese Garnitur besessen. Späte 80er, Versandhauskatalogware, keine Panik, sagt sich Pinscher wieder, keine Panik. Die Hausverwaltung hatte lange nicht reagiert, obwohl das Wohnzimmer Tag und Nacht beleuchtet war wie ein Ballsaal, obwohl man schon früher auf die Idee hätte kommen können, die Wohnung aufzumachen, beispielsweise vor Pinschers akutem Ischias. Seinen Kollegen hat er mit voller Absicht auf dem Revier gelassen, obwohl das Alleinfahren genauso verboten ist wie das Rauchen. Er darf sich jetzt nicht beschweren, alles selbst erledigen zu müssen. Pinscher macht Fotos von der Wohnungstür, vom Flur, von der Küche, vom Wohnzimmer, vom Schlafzimmer. Alles Wesentliche befindet sich auf dem kleinen Tisch in der Wohnstube. Tabak samt orangener Stopfmaschine aus Plastik, wie sie auch sein Vater gehabt hatte, etliche schmutzige Kaffeetassen, eine angebrochene Packung Toastbrot, Scheibenkäse, vergammelte Dauerwurst, eine leere Colaflasche, eine Fernbedienung, ein Korkenzieher, ein Wasserkocher, ein geöffnetes Glas Instant-Kaffee nebst Kaffeeweißer, Hustenlöser in Brausetablettenform, einige Pillen gegen Kopfweh, unter dem Wohnzimmertisch dann drei leere Schnapsflaschen. Die Decke auf dem durchgesessenen Sofa liegt so da, als wäre gerade erst jemand aufgestanden, als hätte sich kurz zuvor ein Körper aus der Umwicklung gelöst. Ein Klassiker, denkt Pinscher, dir wird schlecht, Herr Hunger. Du merkst das Ziehen und du nimmst es erst ernst, als es schon ein Reißen ist, aufs Klo oder ins Bett. Du entscheidest dich fürs Schlafen, du denkst, leg dich kurz hin, dann ist alles wieder gut. Du schaffst es sogar noch zum Bett, aber gut wird es nicht mehr. Dein Fernseher steht auf einer vergilbten Geräteverpackung, die als Podest dient. Davor liegt die Fernsehzeitung. Aufgeschlagen ist der 18. Januar. 3 Monate her, das passt gut zu deinem Zustand. Auf dem Boden neben dem Fernseher findet er einen Umschlag, eine Karte mit Blumenstraußrelief, frohe Weihnachten, nahezu unleserliche Schrift, deine Elfriede. Abgestempelt Ende Dezember. Die Adresse auf der Rückseite ist ein Volltreffer, stellt sich heraus, das ist deine Schwester. Ich fahre gleich vorbei, sagt Pinscher am Telefon, bevor Nachfragen kommen nach seinem Kollegen und warum er wieder allein unterwegs ist, legt er auf. Mittlerweile ist der Bestatter da und unterhält sich mit seinem Sargträger über das Mittagessen. Eine neu eröffnete Filiale der Asia-Pfanne ganz in der Nähe, Ente mit Mangosoße, Riesenportionen, unschlagbarer Einführungspreis. Pinscher denkt kurz über einen Abstecher nach, aber er hat jetzt zu tun. Danke, kann weg, sagt er. Immer musst du so abgeklärt tun, das hast du gut gelernt. Macht eine Kopfbewegung in Richtung des Toten und will endlich hier raus. Bis bald, haut rein. Pinscher zieht die Handschuhe aus, wirft sie achtlos in die Ecke, nachdem er seine Schuhe mehrmals am Sofa abgestreift und so von der Leichenflüssigkeit befreit hat. Nichts hier wird, nichts hier darf übrig bleiben. Jo. Vielen Dank für diesen ersten Eindruck eines Buches. Gibt es schon einen Erscheinungstermin? Herbst 2021. Herbst 2021, das ist noch ein bisschen hin. Wir freuen uns drauf, wir hoffen, dass es bis Herbst 2021 halbwegs normale Zustände wieder geben wird in diesem Land, in dieser Gesellschaft, aber auch in diesem Literaturhaus. Wir freuen uns auf eine schöne Doppelpremiere. Ja. Vielleicht zusammen mit Jaroslav auf einen schönen Abend mit böhmischem Bier und guten Erinnerungen und guter neuer Literatur. Vielen herzlichen Dank, Martin, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung, das war ganz toll. War ein schönes Gespräch und ja, komm gut durch die Zeit, so wie wir alle. Es ist bald Weihnachten, es ist Silvester. Das Jahr ist bald zu Ende, das nächste kann nur besser werden. Danke, dass du da warst. Nochmals vielen Dank, hat mich gefreut.